Hallo mein Freund und herzlich willkommen zurück zum Widerstandsevent bei Ghost Recon Breakpoint. Jetzt mit der Mission Stille Rettung. Es wurden wohl Outcasts gefangen genommen, die auf dieser Insel hier gefangen gehalten werden. Und wir müssen diese jetzt befreien. Und ich vermute, wir müssen natürlich leise sein, denn wenn wir entdeckt werden. Werden die Outcasts hingerichtet, würde ich vermuten. Das werden wir gleich erfahren. Wenn sie gesehen werden, werden die Gefangenen hingerichtet, natürlich. Ich möchte aber gern erstmal sehen, wo die überhaupt sind. Einen haben wir dort. Haben wir hier einen Scharfschützen oder sowas? Jawohl, da ist ein Scharfschütze. Das eine. Einer fehlt noch. Steht hier nicht nochmal ein Mörser? Naja, egal. Wo ist der letzte Outcast? Hey, yeah, yeah. Hey, yeah. Wir haben drei. Es sind aber vier. Wo ist dieser letzte? Da ist er. Wunderbar. Gut. Ich sehe den Scharfschützen hier leider nicht. Ich würde links am Generator vorbei die Wache dieses einen Outcasts erledigen, den Generator ausschalten und ja. Du willst sicher nicht die Zone melden, dass einer entkommt. Gutes Ding, Ghost Lead. Hier ist alles ruhig. Hier drüben ist auch alles friedlich. Oh wei. Das ist gefährlich hier. Ist das der Outcast oder ist das? Nee, das ist die Wache. Okay. Ich lasse die mal noch sitzen hier. Scharfschützen nicht vergessen hier oben. Sehen nicht. Also im Grunde muss ich ja nur die Wachen ausschalten, ne? Das kennen wir noch von Motherland. Andere Soldaten fühlen sich nicht verpflichtet, Geiseln zu töten. Hier sind zwei. Wo ist die Wache von dem einen? Von dem Outcast hier. Okay, direkt da vom Fenster. Wenn ich den ausschalte, sieht der Scharfschütze das. Ich krieg den Scharfschützen von der Position hier aber halt nicht weg. Muss es riskieren. Volltreffer, Baby. Der Baum dazwischen. Da ist er. Sehr gut. Ich sehe da drin jetzt. Gehe auf Nachtsicht. Ich setze beide auch auf. Okay, 2 haben wir. Das ist die Wache von dem. Haben wir. Da oben ist noch ein Scharfschütze.
Oder? Ist das jemand oder ist das keiner? Ja, es war einer. So, jetzt noch der eine. Oh, hallo. Ziemlich gut. Ja, ne? Finde ich auch. Ich muss noch die eine Wache töten. Cheat-Modus wieder aktiviert mit der Pistole. Die Gefangenen sind unsere beste Chance, den Aufstand niederzuschlagen. Pass gut auf und lass direkt vom Eingang. Wir wissen ganz genau, dass hier draußen nichts ist. Und wir werden so oder so bezahlt. Ich habe durch eine irakische Sprengfalle mein Gehör auf dem rechten Ohr verloren. Der Job macht mich kaputt. Aber ich kann mir nichts anderes vorstellen. Okay, wir haben alle. Wir haben alle unsere Geschichten, Mann. Behalt den Scheiß für dich. Alle Gefangenen sind. Nein! Es gibt nichts zu melden. Och, Mann. Wenn die Rebellen angreifen, was soll das immer? Sofort die Gefangenen um. So ein Dreck. Wir sind schon ewig. Okay, mit F geht's auf jeden Fall nicht. Lieber die Augen auf. Ich will nicht die Waffe wechseln. Das ist das kaltblütig. Was denn? Sind unsere beste Chance, den Aufstand niederzuschlagen. Pass gut auf und lass sie nicht aus dem. Amen. Danke für Ihre Hilfe. Bitte. Und wir gehen mal deine Kollegen einsammeln. Düp, 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 düp. Ich bin gar nicht da. Ich muss sagen, das lief erstaunlich smooth. Das war echt nice. Nein, wo holt er die? Die Waffe lag da hinten. Wir müssen weg, wenn wir sie in Sicherheit bringen wollen. Die Waffe lag da hinten. Das hat er die. Ach, ich frage am besten gar nicht erst. So, seine Waffe liegt da. Ja, Amen. Ich muss hier raus. Bitte, Sie müssen mir helfen. Warum ist der andere noch da hinten? Was geht mit ihm? Junge, was geht mit dir? Komm! Gefangene zu überwachen ist ein Scheißjob, aber die haben Informationen, mit denen wir Ito schnappen können. Ich muss die alle nochmal extra andrücken zum Eskortieren. Okay, na gut. Mitkommen. Keiner weiß, dass wir da waren. Bis sie ihre Leichen entdecken, ja, natürlich, aber. Oh nein, seine Waffe liegt da. Das heißt, er. Ein paar Informationen. Storm nimmt die Sache mit den Rebellen weg. Genial. Startsichtig rein vergessen. Sie teleportiert die Waffe bestimmt wieder dahin. Nee, macht er nicht. Sehr gut. Sie sind fantastisch, dass Sie das riskiert haben. Selbstverständlich. Ich habe schon viel mehr riskiert. Mir nach. Eine dicke Lippe im Club. So. Ein Pelikan. Modest Pelikan. Da kommen sie im Gänsemarsch. Die Piraten. Nice. Na, wie geht's?
Nomad, ich bin so froh, dass Sie an Bord sind. Ich bin froh, wenn wir helfen können. Einige unserer Leute werden vermisst. Sie werden sicher verhört. Wir können nicht noch ein Versteck verlieren. Daigoro überwacht die Gefangenentransporte. Wir übermitteln Ihnen die Koordinaten. Keine Sorge, wir holen Sie da raus. Hä? What? Das hat irgendwie so geklungen als... Hä? Oder ist das einfach für eine neue Geiselrettungsmission? Fenbok. Haben wir hier... Ja, tatsächlich ist noch eine Gefangenenrettungsmission. Bei der Blue Corp. Wo ist die Blue Corp? Blue Corp, da. Okay, da könnten wir mit dem Heli hin, wir könnten aber auch dahin und dann hier übersetzen, wenn das geht. Ich nehme mir den Heli von den Sentinel hier da hinten. Und dann retten wir noch ein paar Outcasts. Aber danach ist Schluss für diese Folge. Und für diese Aufnahmesession. Ich habe jetzt tatsächlich, das ist jetzt die dritte Folge, die ich aufnehme. Nein, die vierte. Die vierte Folge, die ich aufnehme. Es hat mir irgendwie so Spaß gemacht, dass ich einfach weitermachen musste. Ich habe halt auch schon lange wirklich nicht mehr so richtig Breakpoint gespielt, ne? Ich will endlich ein neues Ghost Recon. Am liebsten Wildlands 2. Mit einer realistischen Spielwelt und so. Ist das denn zu viel verlangt? Das ist wie viele Kilometer? 4, ich verstehe schon, aber wenn die ausfallen, haben wir ein riesiges Loch in der Sicherheitszone. Scheiße. Nicht schlecht, Boss. Die haben halt einfach gar kein Gehör, ne? Das ist der Wahnsinn. Wo fährt dieses Fahrzeug denn hin? Dieses Fahrzeug fährt nirgends hin. Ja, fix it. Du darfst einsteigen. So, jetzt tief fliegen. Wegen Flugabwehr. Und ab geht's. Ach ja, schön. Und was macht ihr so? Ich kann jetzt auch nicht auf irgendwas Aktuelles eingehen, weil, ja, wie gesagt, die vierte Folge, die ich aufnehme, das heißt, von meinem jetzigen, es ist jetzt gerade der 1. Juni. Also, es war, als ich angefangen habe aufzunehmen, fast noch der 31. Mai. Deshalb weiß ich noch nicht, was in der Zukunft so geschieht. Aber ich hoffe ja, normalerweise wäre jetzt Juni, Juli so in dem Dreh die E3 gewesen, die ja leider abgesagt wurde. Ich habe ja die Hoffnung, dass Ubisoft wieder eine Ubisoft Forward macht oder zu dem aktuellen Zeitpunkt jetzt schon gemacht hat. Aber ist da neblig, was ist denn da los? Ich sehe ja gar nichts. Nichts. Und dass Ubisoft da vielleicht ein neues Ghost Recon, einen neuen Mainline-Titel, also nicht Frontline, sondern wirklich ein neues Spiel angekündigt hat. Das wäre sehr schön. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich brauche neues Futter. Wenn sie gesehen werden, werden die Gefangenen hingerichtet. Wir machen es genau wie eben. Erstmal, aber ich sehe halt nichts. Bin ich hier überhaupt noch richtig? Ja, bin ich. Da haben wir einen Generator. Auf den Wachen. Da ist eine. Vorsicht, meine Therapeutin meinte, der Job wäre schlecht für meine Psyche. Ich hab sie gefeuert. Jetzt hört mir keiner mehr.
Ich weiß noch, dass zwei da hinten sind. Das eine und eines da hinten irgendwo. Da. Das weiß ich noch. Aber wo ist der dritte? Die dritte. Da. Okay. Dann machen wir es genau wie eben. Wobei hier bedeutend mehr Wachen sind, habe ich das Gefühl. Den da hinten könnte ich von hier aus kriegen. Ich könnte natürlich auch den KI-Kameraden sagen, dass sie schießen sollen, aber hey. Ein bisschen Herausforderung darf da schon sein. Das ist natürlich genauso ein Ding davor. Oh, Minigunner. So. So, die ist sicher. Die ist sicher. Wenn niemand hinsieht, schaue ich mir den Generator mal genauer an. Das Ding ist ein Biest. Stimmt, den Generator wollte ich ausschalten. Naja. Nichts zu berichten. Von mir ist alles sauber. Ich hoffe echt, dass dieser ganze. Ich habe gar nicht nach Scharfschützen geguckt. Das könnte ein Problem werden. Da oben ist eine Wache. Eieiei. Die sind deutlich in der Überzahl. Aufpassen. Das ist ein Scharfschütze. Hier ist alles ruhig. Ja, hier ist auch. Ich habe vorhin richtig gut. Der Gewicht versucht hat zu pissen. Dieser ganze Panzerscheiß war total im Weg. Ich konnte nicht mehr. Oh, wei, wei. Ich habe auch noch einen Scan. Wir erschaffen heute ein besseres Morgen. Okay. Das ist sicher. Jetzt haben wir hier aber noch irgendwo einen. Um die Ecke, genau. Ja, bitte. Wenigstens gehen wir nicht blind rein. Der ist sicher. Und der ist sicher. Nice. Okay. Wissen die nicht, dass ich eine Killermaschine bin? Die lassen mich Gefangene brauchen. Gut. Ich sollte den Generator ausschalten. Aber ich lasse es. Ich gehe jetzt da hinten die Gefangenen befreien und dann werden ja wohl hoffentlich keine Geschütztürme sein. Hilfe! Ich halte das keine Sekunde länger aus. Kein Ding, dann komm mit. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Jetzt sind wir nicht mehr blind. Gegnerisches Schwergewicht. Oh, gar keiner markiert. Find's doof, dass Gott die. Sei Dank. Ich will hier nicht sterben. Los jetzt. Dass die Handfesseln immer direkt abfallen. Auch wenn die Animation noch gar nicht so weit ist. Sobald Nomad das Messer zückt, sind die Handfesseln weg. Ein bisschen schade. Also er schneidet die nicht wirklich durch, er macht halt nur so. Aber was erwarte ich auch? Ist ja nur ein Spiel. Ein bisschen Realismus. Aber hier ist es Ghost Recon. Ghost Recon ist ein Actionspiel und kein Arma. Da wird eine tote Leiche entdeckt, ist aber nicht schlimm. Wir sind stark in der Unterzahl. Vorsicht! Ich muss erstmal den Generator ausschalten. Was geht mit ihm hier? So geht das, Boss. So, Generator ist aus. Keine Gefahr mehr durch Geschütztürme und dergleichen. Wir haben einen Gefangenen.
Da? Wo ist, ach, da hinten ist der noch. Komm ich da nicht raus? Was ist das denn? Was ist das denn hier? Okay, sie wissen Bescheid. Ich finde so eine... Ja, so ein Garten finde ich cool, das will ich auch mal haben. Also so in der Form. Hallo? Kampfdrohne unterwegs. Du bist ein blaues Wunder erleben. Ich sehe einen Sniper, der gleich schießt. Fangene! Ich schieße! Stellt euch und wird mit dir Feinde. Wir haben den Gefangenen ab. War ein Funker. So, wo ist der Scharfschütze? Handgranate! Keine Ahnung, wo der Scharfschütze ist. Wo ist der? Ach, da oben! Oh oh. Wäre der mir jetzt durch die Front gelaufen, ich hätte ihn erschossen, dann hätte ich aber Alt F4 gedrückt. Das glaubst du aber. Alter. Komm, mach doch. Ach, das geht nicht, oder? Doch. Jetzt. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Der Akku ist leer. Die Drohne ist raus. Mehr Feuerkraft hätte jetzt nicht geschadet. Oh shit. Team feuerfrei. Schießen! Schießen! Verstanden, Boss! So. Kriegen die zwei Gegner, die noch leben, kriegen jetzt was auf die Mütze. Ach stimmt, hier geht's ja gar nicht durch. Rücke vor! Hab den Feind im Visier! Ich glaub, das war's. Hab den Feind im Visier. Also nicht mit Fixit gerechnet. So, guten Tag, die Dame. Leise. Wir müssen verschwinden. Sofort. Dann los. So, jetzt raus und alles gut. Prima. Und da hätten wir sogar ein Heli für uns. Aber nach dieser Folge werde ich die Aufnahmesession beenden, weil ja, ist spät und ich muss schlafen. Bin müde. Und wir warten wieder auf die Gänsemärschler. Könnte ich die jetzt eigentlich erschießen? Kann ich mich da draufsetzen? Fliegen die da mit mir weg? Ich glaube nicht, ne? Ach stimmt, müssen wir mit ihm reden. So. Nomad, ein Glück. Die Leute sollen wissen, dass wir niemanden zurücklassen. Ihre Sicherheit geht vor. Ich melde mich, wenn wir sie wieder brauchen. Der fliegt wirklich mit mir weg. Geil. Wir haben die Mission beendet. Sehr gut, sehr schön. Jetzt können wir endlich mal sehen, wo die hinfliegen. Aber jetzt fliegt er so langsam. Macht er gar nichts. Ich glaube, das dauert zu lang. Deshalb werde ich die Aufnahmen jetzt beenden und dann einfach nur noch ein bisschen gucken, wo der mit mir hinfliegt. Geil. Ja, dann bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.